So, ich habe vorhin schon mal angesetzt, ich höre ganz viele laute Gitarren und irgendwann braucht man auch noch mal eine andere Platte. Und das ist nämlich die Platte, die packt mich in Watte. Ich kann in der Kölner Stadt rumlaufen, setze mir die Kopfhörer auf und lächle andere Leute nur blöd an, weil ich so sanfte Musik auf den Ohren habe. Die erste Hälfte der Platte ist sehr poppig. Und das finde ich sogar die schönere Hälfte. Ich glaube, Leute mit einem anderen Musikanspruch würden sagen, die zweite Hälfte ist schöner, weil sie jazziger ist. Aber ich stehe halt auf diese Radio-Hits. Ich glaube, das sehen nicht alle in der Runde hier so. Ich frage unseren Gast Klaus, was hältst du von der Platte? Ja, also erstmal, was mich extrem stört, es sind halt sehr viele banale Songs drauf, die halt auch wirklich sehr banale Akkordfolgen, wo dann halt drüber oder sowas gesungen wird, was ja, mir total auf den Keks geht. Weil ich meine, geil. Ja gut, aber ich meine, wenn ich hören will, dann mache ich mein Fenster auf. Da ist ein Schulhof von der Behindertenschule. Das kann ich mir den ganzen Tag anhören. Nee. Nee, okay, aber zugegeben, wenn sie singt schon mal komisch, macht komische Sachen und so, aber wenn man damit einmal klarkommt, die Songs an sich, also die Songs sind ja, die Song, ja, das Problem ist halt, ich habe ja nichts dagegen, wenn man abgelutschte Akkordfolgen nimmt und dann daraus was draus macht. Aber wenn man eine abgelutschte Akkordfolge hat und weil einem nichts Besseres einfällt, drüber singt, dann finde ich das einfach scheiße. Naja, aber banal ist nicht gleich scheiße. Und ich finde, gerade das macht das ja aus. Okay, ich gebe zu, entweder mag man es oder man mag es nicht. Und ich glaube, das entscheidet sich schon beim ersten Hören. Aber gerade sie singt halt gerne. Und ich glaube, gerade dieses Ausbrechen aus dem normalen Gesang ist halt das Interessante an der Platte. Das mit dem ersten Hören, muss ich wieder sagen. Also beim ersten Hören fand ich es echt geil. Es hat mich aus einer mega Kater-Stimmung in was... Also es hat mich tatsächlich auch in Watte gepackt, muss ich sagen. Aber so nach dem sechsten Mal wurde es schon echt wieder so ein bisschen... Oh, langweilig. Dann wurden die am Anfang total catching Refrains, wurden dann wirklich langweilig und danach wurde die Platte wirklich sehr belanglos. Also am Anfang wirklich toll, man denkt sich, wow, die frühere plötzliche Begeisterung für Tori Amos vor 10 Jahren oder sowas ist auf einmal weg, wie es da am Anfang war. Ich finde, ich habe halt die erste Hälfte gehört, habe auch die zweite Hälfte gehört, mit der ich nicht mehr so viel anfangen kann, irgendwie, die auch nicht mehr hängen bleibt. Also ich finde, die Platte fängt relativ stark an. Und lässt dann, auf jeden Fall stark nach, obwohl ich dann auch nicht so genau wusste, ob in der Jazzszene, naja, ob dann auch eben dieses Sellout-Phänomen einfach da ist, ne? Dass man eben, wie was Klaus sagt, abgelutschte, ne? Also ob nicht Regina Spektor extra darauf setzt, ein bisschen Sellout-mäßig krass steil durch die Decke zu gehen und ein paar Hits schreibt quasi für die erste Hälfte des Albums, um danach das zu machen, was sie eigentlich wirklich machen will. Was ich sau interessant war, was du mit deinem Behindertenspielplatz meintest. Also ich glaube, dass sie genau das sehr, das sehr ab... Sehr, Entschuldigung, eine Behindertenschule. Spielplatz. Dass sie sowas sehr absichtlich mit reingebracht hat, um das Ganze ein bisschen Free-Jazz-mäßiger wirken zu lassen. Jetzt habe ich vergessen, wo ich hin wollte. Ach nee, jetzt weiß ich es wieder. Aber wenn, also man denkt sich, oh, sehr unabhängig und underground durch den Behindertenaspekt. Und dann sind die Videos doch echt sehr Pfefferminz-Tee-mäßig. Also das, also die Videos waren wirklich das, was mich tatsächlich enttäuscht hat zu der Platte. Also was ich noch, vielleicht ein Lied könnte ich noch ganz positiv hervorheben, das ist dieses Lied Nummer 11, Lady. Weil das könnte ich mir vorstellen, wenn es, wenn man es von einer kettenrauchenden Negerin singen lässt, das ist, dass das eigentlich noch ein bisschen was könnte. Aber das, wie gesagt, das ist halt eine Hommage an Billie Holiday übrigens. Das ist, und deswegen, da muss ich auch dran denken. Ja, da habe ich mir auch gedacht und ich dachte mir so, na gut, Billie Holiday hätte es auf jeden Fall besser gemacht. Dass wir eine und Sendung sind, die noch das Wort Negerin politisch absolut unbewertet gebrauchen. Natürlich. So, dann lass uns doch mal zum Schluss kommen. Irgendwie. Alles klar. Die Wertung. Darf ich anfangen? Herren. Ja, selbstverständlich. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, zwei Hälften, deswegen habe ich eigentlich zwei Noten. Die erste Note ist eine glatte 1, die zweite Note ist eine 3 und das gibt insgesamt eine 1-. Oh! Auch auf die nächsten 20 Jahre gerechnet? Du bist dran mit deiner Note. Auf die nächsten 10 Jahre gerechnet wird, also am Anfang eine 2+, auf die nächsten 10 Jahre gerechnet eher eine 4+, macht, naja, ich gebe eine 3+. Ich hänge ja auch ein bisschen zwischen den Stühlen irgendwie. Irgendwie, weil ich natürlich auch sehr viel Gitarrenmusik höre, überrascht mich dann so eine Platte natürlich auch, trifft mich irgendwo. Ne? Ich denke so, da passiert was. keine Ahnung, auf jeden Fall finde ich den Song, den wir eben gehört haben, mit dem, was Klaus eigentlich behindertenspielplatzmäßig findet, mit dem fand ich dann irgendwann geil, nach dem zweiten oder dritten Hören. Und deswegen würde ich ein 2- geben. Ja, ich gebe da eine glatte 5.
Weil, ne, glatte 5, weil ich finde, die sieht auch nicht so super aus. Also ich, wenn sie gut aussehen würde, würde ich eine 4 geben, aber irgendwie ist sie so, hat die so ein komisches, ne, weiß ich nicht, ein komisches Profil. Also jetzt, wo ich weiß, dass sie russischer Abstammung ist, müssen mir immer so diese Sexploitation-Russen-Pornos einfallen. Und da, also wenn man sich vorstellt, Free Jazz mit behinderten Russenschulen-Pornos und die Musik dabei völlig weglässt, also finde ich die 5 total ungerechtfertigt. Ja, aber nee, nur aber unter diesem Aspekt betrachtet. Aber die 5 steht. Gut. Ja. Die 5 steht? Die 5 steht. Alles klar. Macht zusammen eine? Eine 3 minus. Ah, eine 3 plus. Eine 3 plus. Okay. Das war Regina Spektor.